Hi Leute, Jasper hier. Ich habe mich letztens mit dem Robert getroffen und wir haben zusammen ein bisschen lecker vegan gekocht und haben danach noch einen Livestream gemacht und die ganzen Fragen beantwortet, die da so reingekommen sind. Und dieses Q&A packe ich euch jetzt hier mal direkt ran. Ich habe das hier gerade geschnitten. Insofern gibt es jetzt dieses Q&A zu sehen. Wenn ihr auch noch sehen wollt, wie wir zusammen gekocht haben, gerade Robert geht eben ein bisschen mehr darauf ein, wie man eben lecker kocht. Ich bin da ja eher pragmatisch unterwegs. Insofern, er kocht, ich quassel und gebe ein paar Tipps zur Ernährung. Wenn ihr das sehen wollt, packe ich es euch in die Beschreibung oder nochmal ans Ende vom Video. Das Ganze findet ihr mich bei Robert auf dem Kanal. Und ansonsten viel Spaß mit dem Q&A. Grüßt euch, wir sind hier bei der Bolognese-Auswertung. Schaut mal her. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ja, erst warst du schon Hunger? Ich habe richtig Hunger. So, das ist es geworden. Ja, wir haben natürlich schöne Bilder wieder gemacht. Wir gehen jetzt auf alle Kommentare, Fragen genau. So ein, haben hier einen Laptop am Start. Genau. Und ihr könnt natürlich auch weitere Fragen stellen. Nebenbei essen wir natürlich, oder? Muss man wir müssen jetzt erstmal probieren, bevor wir Fragen beantworten. Genau. Das hat nämlich richtig cool dann. Wirklich geil. Das kann man wirklich eben anbieten, Leute. Und da kann man auch Fleisch also überzeugen von, denke ich mal, von der Konsistenz. Ja, haben wir einen Kommentar nebenbei oder ist die, das geht jetzt mit dir beim Essen und so? Ich esse nicht, entschuldige, wenn ich schmatze, aber es ist wirklich lecker. Ich habe so einen Hunger. Danke für die vielen Likes, ich raste gleich aus, ich hört ja nicht mehr auf hier. Richtig geil. Richtig geil. Wie ist Jasper zu seinem Job gekommen? Ich versuche es ganz kurz, auch wenn es eine lange Geschichte ist. Mir war relativ schnell klar. Ich esse nebenbei, ja? Ich bitte dich darum. Also mein Teller ist immer noch so voll. Und das schmeckt so gut, vor allem wenn man nicht reden muss, Jasper. Und Roberts Teller ist schon fast. Nee, erzähl. Mir war relativ schnell klar, dass ich im sozialen Bereich arbeiten möchte, also dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Ich wusste aber tatsächlich sehr, sehr lange nicht, was ich machen möchte. Und habe, wie gesagt, angefangen, mich aus eigener Leidenschaft, weil ich einfach Bock auf Training hatte, Bock auf Ernährung hatte, mich aus eigener Leidenschaft mit diesem Thema zu beschäftigen und ganz viele Bücher zu lesen und Trainer zu besuchen. Und habe dann mein Zivildienst im Kindergarten gemacht und hatte dann auch vor, Kindergärtner zu werden. Und die wollten mich dann übernehmen und ich stand dann quasi vor dieser Entscheidung, so mache ich die Ausbildung zum Kindergärtner oder nicht. Ach ja. Und auf einmal war es für mich ganz logisch und wie Schuppen von den Augen, dass ich gesagt habe, hey, nee, ist doch irgendwie klar, ich habe diese Leidenschaft für Ernährung und Training und ich möchte mit Menschen arbeiten und das passt doch super zusammen. Und habe in der Zeit auch gemerkt, es ist super viel Interesse da. Irgendwie so die Kollegin fragt über eine Diät und die Oma fragt über was und der Kumpel, ob Eiweißpulver funktioniert und ich habe einfach gemerkt, da ist Rieseninteresse da und ich kann halt drüber reden. Und dann war es auf einmal ganz logisch für mich. Und dann habe ich eben Ernährungsberatung studiert und ein Dutzend Lizenzen gemacht und ja. Das ist ja interessant, wie du Leben so spielst. Du wolltest Erzieher werden, quasi. Ja, war krass. Das also, hätte ich jetzt gar nicht. Echt? Gar ich, nicht gedacht. Also, das ich, ist das. Ich habe schon. Das nicht, dass es nicht passen würde, aber irgendwie so. Ich habe schon in verschiedenen Kindergärten so Praktika und Zivildienst so gemacht. Super geiler Job. Ja. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Aber. Fandst du das anstrengend oder? Es ist schon anstrengend, aber auch nicht so schlimm. Ich kann mit Kindern sehr gut und wirklich fand ich sehr, sehr schön die Zeit. Was mir so ein bisschen eher gefehlt hat, ist so dieses Entwicklungspotenzial. Wo ich jetzt sage, okay, ich habe so viele Möglichkeiten, in welche Richtung ich mich entwickle, kann immer tiefer in die Materie rein. Und das war halt so ein bisschen, klar, die Kinder sind anders, aber der Alltag ist relativ ähnlich gewesen. Ja. Okay, lass es gleich einmal weiterfeuern. Genau. Was haben wir noch? Wie sieht ein Tag in seinem Leben aus und was sind seine weiteren Ziele? Auch sehr unterschiedlich. Das ist das Schöne in meinem Job. Ich bin ja komplett selbstständig und ich habe einen sehr unterschiedlichen Alltag. Es gibt Tage, da sitze ich mal nur am Rechner. Es gibt Tage, da sitze ich sehr wenig am Rechner. Ich mache natürlich viel auch diese ganzen Social-Media-Geschichten, bemühe mich Videos zu machen, stecke da immer mehr Zeit rein, eben auch wirklich ganz viel Research zu machen, das geil zu filmen und so weiter. Ich gebe auch ein paar Personal-Trainings, versuche das aber nicht zu viel zu machen, um einfach Zeit für kreative Arbeit zu haben. Gebe Seminare, mache natürlich ganz viel Ernährungscoachings. Und habe natürlich immer ein paar große Projekte am Laufen, wie zum Beispiel habe ich jetzt gerade vor ungefähr 2 Monaten mein erstes Buch veröffentlicht. Wer da Interesse hat, gerne einfach mal gucken, von Jasper Kasen, Ernährung mit Plan. Also darf ich bloß mal zu dem Buch sagen? Voll gerne. Dann kann ich nämlich einen Satz essen. Genau. Mein Gehirn ist schon so unterzuckert. Das Buch, also ich hab's bekommen. Erstmal nochmal danke dafür. Und, gerne. Dachte so, krass, also ich habe damit nicht mal ansatzweise gerechnet, dass so viel Inhalt, also du kannst ja damit, du brauchst eigentlich nur dieses Buch, oder? Und dann kannst du loslegen. Und also, Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich unschlagbar. Das war Sinn der Sache, dass man super sagt, super einfach und also, du hast einen Grundlagenteil, dass jeder abgeholt wird, egal auf welchem Level du bist. Und dann gehst du in 10 Schritten die wichtigen Stellschrauben durch. Wie berechnest du die Kalorien, was machst du mit Makronährstoffen, was machst du vor dem Training, nach dem Training, Flüssigkeit und so weiter. Ja. Geil. Das ist der letzte Bissen. Wir haben noch. Ich habe kaum angefangen hier. Genau, also ich habe da immer solche Projekte am Laufen und ich muss gestehen, ich bin jemand, ich rede nicht gern über Sachen.
die ich nicht wirklich mache und die nicht fertig sind. Es gibt ganz viele, die immer so, da kommt was, das wird richtig geil. Und im nächsten Jahr, da wird es richtig geil und da kommen so kranke Projekte. Und dann kommt das Jahr und ich denke irgendwie so, was ist denn jetzt passiert? Und ich bin auch niemand, ich habe auch über das Buch kaum vorher geredet, auf dem Veni Vidi Vegan Event, wo du auch fast, wurde ich halt live gefragt, weil es irgendwie mal irgendwo durchgedrungen ist, wann mein Buch kommt. Da habe ich das erste Mal gesagt, so, ja, das Buch kommt. Und ich sage gerne Sachen, wenn sie dann fertig sind. Aber ich habe natürlich immer so ein paar Projekte, wo es so in die Richtung jetzt Seminare, Buch und so super, weiter. Super geil. Also hier sind auf jeden Fall richtig viele Fragen mit dabei, was sehr man bei Fehler beim Sport macht oder was man zum Beispiel der Unterschied mit dem und dem und so. Also kommen noch gute Sachen auf jeden Fall. Ja, okay, ich versuche mich ein bisschen schnell zu fassen. Also mein Alltag ist demnach sehr unterschiedlich. Ich versuche aktuell mich sehr viel zu strukturieren, damit ich einfach produktiver bin und da so eine gewisse Routine drin zu haben. Immer zur gleichen Zeit irgendwie so ins Training zu gehen, aktuell eher so mittags, weil es mir einfach ganz gut passt. Genau. Und natürlich habe ich auch ein bisschen Alltagsarbeiten, Coachings, E-Mails und Co. Weitere Ziele, ja, aktuell eben viel beruflich, aber wie gesagt, ich möchte da nicht so viel drüber reden. Nee, ach du, natürlich nicht. Kraft versus... Leben ist ja immer eine Veränderung, was sagen wir. Ja, Kraft versus Cardio oder doch beides? Ist immer jetzt mal gespannt, was du sagst. Ja. Bei solchen Fragen ist ja immer die Hauptfrage, was ist die Zielsetzung? Weil je nachdem, welche Zielsetzung, kann ich jetzt eine andere Antwort geben. Ja. Gesundheitlich würde ich auf jeden Fall sagen, beides. An sich überwiegt immer Kraftsport. Cardio ist halt super für das ganze Herz-Kreislauf-System, für die allgemeine Fitheit. Aber ansonsten hat zum Beispiel Kraftsport super, super, super viele positive Auswirkungen, auch auf die Gesundheit, auf sowas wie eben Knochendichte und sowas wie eben diese ganzen Krankheiten wie Diabetes und so weiter. Also auch Kraftsport für die Gesundheit ist eine super Sache, ich meine, allein für die Alltagsbeweglichkeit und Kräftigung. Das ist ja auch, was du jetzt sagst, also da mal kurz einzuspringen, Kraftsport und so, genau. Guten Appetit nochmal und endlich. Ich bin wirklich nur aus meinen gesundheitlichen Gründen zum Kraftsport gekommen. Ich halte immer so ein bisschen für, naja, wie man halt so ein Urteil hat, Bodybuilding und diese ganze steif und diese Muskeln, hatte ich wirklich auch gehabt und dann habe ich es gemacht, weil ich halt in kurzer Zeit, als ich damals so krank geworden bin, musste ich auf dem Bau wieder arbeiten und hatte meine ganze Muskulatur sowieso verloren und hatte damals noch gar keiner definiert, war ich schon immer veranlagt, aber ich habe dann halt diesen Effekt gemerkt. Und du hast, als wir uns mal getroffen haben, bei dem Green Market, da hast du irgendwie mal gesagt, diese Zellen regenerieren sie oder irgendwas regenerieren. Man kann auch etwas wegtrainieren, hast du irgendwie mal formuliert. Das fand ich sehr interessant. Ach so. Und das habe ich irgendwie, also falls jetzt der richtige Vergleich, das habe ich irgendwie bemerkt. Also ich bin wirklich teilweise mit meinem Rheuma, was ich damals noch hatte, an die Gewichte gegangen, habt vorsichtig erstmal und dann merkt, irgendwas passiert. Also klar, der Muskel wird aufgepumpt, irgendwie, wenn man das intelligent macht, stabilisiert sich das. Und dann habe ich angefangen, auch klar, ein paar Nahrungsergänzungen schon zu nehmen, weil ich immer sehr, sehr anfällig war mit meinem Immunsystem, war danach, habe nie mehr eine Erkältung gehabt, nie mehr, sofort, also das hat schon so viel ausgemacht und dann habe ich wirklich eine Festigkeit in den Gelenken gemerkt und wie du sagst, man kann was wegtrainieren. Also ich bin mit Schmerzen runtergegangen und schmerzfrei hochgegangen wieder nach dem Training. Das war so interessant. Kannst du da irgendwas dazu? Also ich möchte immer nicht so auf die Einzelfälle eingehen, weil es kommt ganz drauf an, welche Person, welches Krankheitsbild und so weiter. Aber was ich immer gerne sage, ist eben, also du kannst dir ein paar mehr, ich will nicht sagen ausrutschen, aber du kannst dir an anderen Ecken erlauben, nicht den perfekten, gesunden Lifestyle zu haben. Also wenn du zum Beispiel jetzt meinetwegen mal, du hast halt Bock mal ein Eis zu essen. Ist halt an sich nicht so gut. Wenn du aber Kraftsport machst, ist es nicht ganz so schlimm, weil du eben genau so Sachen wie Insulinresistenz und so auch wieder verbesserst. Die Zellen werden wieder insulinsensitiver. Und das heißt, wenn du eben Kraftsport machst, kannst du dir woanders auch erlauben, vielleicht ein bisschen laissez-faire mit den ganzen Parametern umzugehen. Natürlich Kraft versus Gelenke, Stabilität, einfach durch die ganze Muskulatur, die ganze Kräftigung. Ein Punkt hast du gerade, bevor ich was sagen wollte, ist mir jetzt entfleucht. Vielleicht fällt es mir gleich. Wir können auch hier einfach weitermachen, wenn du fällt später nochmal ein. Finde ich aber schön. Es kommt gleich, ja. Geil. Finde ich aber auch schön, dass du sagst, eben, dass du aus dem Gesundheitsbereich hingekommen bist, weil ich habe das Gefühl, das wird oft vergessen, dass viele nur so, da geht es ja nur um Pumpen. Schön aussehen, ne? Erstmal, ich will schön aussehen, das ist gar nicht so, ne? Ja. Kraft versus Cardio, ansonsten, auch wenn es um, also klar, wenn es ums Thema Muskelaufbau geht, nur Kraft, da bringt Cardio erstmal gar nichts. Also, klar für die Gesundheit, aber für den Muskelaufbau bringt es nichts. Und zum Abnehmen würde ich auch immer Krafttraining empfehlen, nicht Ausdauertraining. Ach ja. Warum? Denn beim Ausdauertraining verbrennst du halt Kalorien direkt während der Belastung. Klar, ich laufe und verbrenne dabei Kalorien. Das heißt, du hast einen Punkt, wo du Kalorien verbrennst. Beim Krafttraining hast du aber viel mehr Punkte. Du hast nämlich direkt bei der Belastung ja auch einen Kalorienverbrauch. Dann hast du danach einen Nachbrenneffekt. Das heißt, die Muskulatur ist beschädigt, muss sich regenerieren. Das verbraucht Kalorien. Das heißt, wenn du danach zu Hause auf der Couch sitzt, verbrennst du weiter Kalorien. Dann kommt hinzu, dass du jetzt dauerhaft gesteigerten Grundumsatz hast. Wenn du Muskeln aufbaust, verbraucht dieses Mehr an Muskulatur auch mehr Kalorien dauerhaft. Das heißt, wenn du irgendwann 5 Kilo mehr Muskeln hast, ist egal, ob du zum Sport gehst oder nicht, du verbrauchst mehr Kalorien. Einfach auch beim Rumsitzen.
Klar, verbrauchst du mit 5 Kilometer, musst du auch im Training nochmal mehr Kalorien. Und der letzte Grund, auch wenn man Diät macht, ist das Krafttraining super wichtig, um dem Körper zu zeigen, du musst diese Muskulatur behalten. Denn wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal erklärt, der Körper will an sich die Muskulatur eher abbauen, um Kalorien zu sparen. Mhm. Wenn diese Muskulatur aber benutzt wird durch eben schweres Training, dann merkt der Körper, ich würde die gerne abbauen, aber durch diese Alltagsbelastung, die ich habe, der weiß ja nicht, dass wir einfach nur Bock haben, mal ins McFit zu gehen und zu trainieren, muss ich diese Muskulatur anscheinend behalten, um diesen Alltagsbedingungen in Stand zu halten. Geil. Wenn ich nicht trainiere, sagt er sich, ich würde nie benutzt, was soll ich damit abbauen? Ja. Also Kraft und Cardio. Wenn wir hier nicht mehr haben, würde ich mal mit Zappen. Was tun, wenn ich nicht ab, sondern zunehmen will? Ja. Hatten wir vorhin auch schon mal kurz angeschnitten, Kalorienbilanz ist das Entscheidendste. Das heißt, mehr Kalorien essen, als dein Körper verbraucht. Wie genau du ermittelst, wie viele Kalorien dein Körper verbraucht, ist jetzt wieder so ein bisschen tricky. Ich habe auch dazu auf meinem Kanal, glaube ich, irgendwo ein Video, Kalorienverbrauch richtig berechnen oder so. Die Sache ist einfach die, wir sind keine mathematische Maschine. Wir können es gibt da Formeln, das sind gute Ansätze, aber am Ende musst du eben immer gucken, wenn ich jetzt diesen Ansatz habe, ich track zum Beispiel, was ich aktuell esse oder ich rechne das mal aus, nehme ich damit wirklich auf der Waage zu oder nicht? Mhm. Weil wenn nicht, dann ist mir ganz egal, dass ich nach der Formel angeblich zunehmen sollte, dann esse ich noch zu wenig. Und dann muss die Kalorienmenge so lange konstant gesteigert werden, bis ich eben auf der Waage merke. Und die Formel ist eigentlich ein Hilfsmittel, dass man gut anfangen kann, organisieren kann. Ne? Nur für einen Ansatz, und sagen, dass ich nicht weiß, wie ich starten soll. Jeder hat ja auch immer, wie du das siehst, jeder hat auch, finde ich, immer andere Gene. Geil, und von, sowas von Simon. Sehr gut erklärt, alles richtig gut, PS, Boxtraining, bist du. Ja. So, ich wollte mal kurz mal fragen, wie siehst du das Thema Supplements, gerade jetzt als Veganer und so, also hoch, geht ja hier um Kraftsport und Muskeln aufbauen und sowas, was würdest du empfehlen? Also generell, welche Supplements ich als Must-Have sehe quasi, oder was? Je nachdem, was man vorhat, war quasi, weil ja das die ist Frage, immer wieder das gleiche. Dann frage ich direkt Muskelaufbau, das betrifft ja viele Männer vor allem, ne? Wir sind ja jetzt hier in der Lage, wo wir bestimmt mehr Männer ansprechen. Also ganz klar als Veganer B12, kommen wir nicht drum herum. Vitamin D auch, ich mag es immer nicht, wenn es immer nur so Veganern zugeschoben wird, weil Vitamin D muss jeder supplementieren, weil es halt im Winter nicht produziert wird. Rein für den Muskelaufbau, Kreatin ist eine super Sache. Mhm. Eines der wenigen Sachen, die wirklich sehr, sehr gut erforscht ist, auch definitiv funktioniert. Es gibt vielleicht ein paar Non-Responder, wo es keine Wirkung zeigt, aber an sich funktioniert es sehr gut. Dann komme ich gleich mal zum Thema Kreatin, gibt es ja tausende Formeln und so. Und du musst ja nur das normale Monohydrat. HCl sei gesagt. Alle anderen Formen basieren auf Monohydrat. Ja. Und versuchen, indem sie zum Beispiel eine Base ranhängen oder eine Säure ranhängen oder so, es irgendwie verträglicher zu machen. Das Problem ist bei Kreatin, dass sehr viel davon im Magen zerfällt und dadurch weniger quasi beim Muskel ankommt. Und es wird immer versucht, irgendwie zu sagen, hey, wie schaffe ich es, dass weniger auf dem Weg verloren geht? Und dadurch wird es effektiver. Ja, weil manche packen das immer in Kapseln mit Zellulose. Ja, okay, also Kapseln gibt es einmal auch das Monohydrat einfach als Kapsel, das leichter zu schlucken ist, vielleicht als mit einem Pulver. Es gibt auch so viel Krealkalin, wo eben noch irgendwelche Basen drin sind. So. Die Sache ist die, dass nichts davon effektiver ist. Und da Monohydrat das günstigste ist, wenn man nicht sagt, ich habe damit irgendwie Beschwerden, das schlägt mir vielleicht auf den Magen, ein anderes ist so hoch aufgepulvert, dass es mir nicht so auf den Magen schlägt oder so, dann kann man das machen. Ansonsten reines Monohydrat ist am günstigsten, wirkt genauso gut wie alle anderen. Cool. Genau, und ansonsten muss ich sagen, es gibt viele Supplemente, wo ich sage, die schaden vielleicht nicht, aber man muss irgendwo abwägen, was kosten die mich auch einfach finanziell und wie viel bringen die mir wirklich. Ja. Und da wird es immer irgendwann kleiner. Also ich zum Beispiel nutze sehr gerne Eiweißpulver. Einfach weil ich oft, wie gesagt, ein sehr pragmatischer, fauler Mensch bin. Und wenn ich merke, ich habe nicht genug Eiweiß, habe ich nicht immer Bock, mir nochmal eine geile Bolognese zu kochen und sage, machst du schnell einen Shake. Ja? Das liegt aber daran, dass ich sehr pragmatisch bin. Jemand, der sagt, hey, ich achte einfach mehr darauf, ich habe regelmäßig Linsen, Nüsse, Tofu und so weiter dabei. Würde auch reichen, wa? Würde auch gehen. Also, was nimmst du für Pulver? Auch hier wieder, wichtig ist nur, dass die Gesamtmenge, die du brauchst, in Eiweiß abgedeckt wird. Wie du die abdeckst, ist mir dann vollkommen egal, ob du es mit Pulver oder ohne machst. Und dann wird es ja immer kurz erstritten. Das sind halt Themen, die ich immer wieder höre. Wie viel Eiweiß brauchen wir überhaupt? Ja, zum Beispiel, glaube ich, die richtig krasse Bodybuilding-Szene nimmt, glaube ich, das sind 7 Gramm pro Kilo. Oh, das ist schon sehr hoch. Also die richtig krassen, aber dann wird es vielleicht höher, was auch eigentlich nur 1 Gramm pro Körpergewicht oder am Tag oder bis. Also wenn man in die Wissenschaft reinguckt, ist das relativ eindeutig. Und also eindeutig vielleicht auch. Ja, deswegen. Wissenschaft ist nicht eindeutig, aber ich egal. Streiten sich immer alle, ne? Ich empfehle ja auch in meinem Buch 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, weil es da eben einfach Untersuchungen gibt, wo man sieht, okay, die Muskelproteinsynthese, also der Aufbau neuer Muskeleiweiße, wird bis zu einem gewissen Grad gesteigert. Und wenn ich... Na, 3 Gramm pro Kilogramm wird gar nicht geschrieben, aber... Also das nehmen vielleicht die Pros dann, aber das würde ich nicht empfehlen, das ist viel zu viel. Man sieht einfach, dass
Durch mehr Eiweiß wird quasi stimuliert, dass dein Muskel mehr Eiweiß aufbaut. Mhm. Das passiert aber nur bis zu einer gewissen Schwellenlänge. Und wenn ich einfach immer mehr Eiweiß esse, dann ist nicht mehr der Effekt da, dass der Körper dadurch immer mehr Muskeleiweiß aufbaut. Aha. Das heißt, dieser Effekt hört ungefähr bei 1,4, 1,5 Gramm auf. Mhm. Dann gibt es eben auch Studien, die verglichen haben, Leute, die ungefähr diese Menge gegessen haben, gegen Leute, die meinetwegen sowas wie 4,5 Gramm gegessen haben, Eiweiß pro Kilo Körpergewicht. Also wenn es so später kommt, und da gab es keinen Unterschied. Ein paar geile Fragen am Start. Ja, wir haben glaube ich auch noch ein paar, sonst gleich mal reingucken. Ja. Und darum habe ich geschrieben 1,6 bis 2 Gramm bis 2 Gramm, einfach falls es wirklich Leute gibt, die für diese ganzen Regenerationsprozesse und Co. Ach, das ist wieder gut, mehr, ein bisschen mehr Eiweiß am Start zu haben. Ich sag mal so, von der Tendenz her habe ich dann gesagt, lieber ein Gramm zu viel als zu wenig haben am Ende des Tages, weil es schadet nicht unbedingt. Genau. Dein Lieblings-Supplement nimmst du da, geht ja auch immer, viele haben Probleme mit Soja, nimmst du Sojaprotein oder Reisprotein? Also ich finde halt, dass Soja eines der wenigen ist, die man geschmacklich ganz gut hinkriegt. Aktuell habe ich so eine Mischung aus Erbse, Reis da und die schmeckt auch ganz gut. Die gibt es aber nicht mehr zu kaufen, die gab es bei uns im Studio mal in Berlin Strengths. Und das ist aber die Eigenmarke und die wird nicht mehr produziert, insofern kann ich die nicht empfehlen. Von Veggie Feel, das finde ich auch ganz lecker, das ist auch so ein Erbsen- und Reisprotein. Also ich nehme auch Erbsen, Reis, finde ich, und mit Hanf noch drin, das finde ich eigentlich am besten noch. Echt? Ja, ja. Also, kriegst also von der Wirkung. Geschmack ist immer eine Sache, deswegen empfehle ich mal, mach eine Banane rein oder ein bisschen Kakaopulver oder so, wisst ihr, und das ist ein bisschen Geschmack. Also ich finde es geschmacklich, halt, kriege ich das nicht unbedingt runter. Ja, ist wie du sagst, Und von der Wirkung her ist es ziemlich egal, also... Wollte ich gerade fragen, hast du Erfahrung mit Kombinationen? Sag mal hier. Ja, aber ich würde mir relativ wenig Sorgen drüber machen, denn es wird ja immer darauf gepocht, dass die biologische Wertigkeit niedriger ist. Das meine ich jetzt, ja. Wir haben aber zwei Faktoren, die es eigentlich ziemlich aushebeln. Das eine ist, wir haben Lebensmittelkombinationen. Das heißt, wir essen jetzt auch hier nicht nur irgendwie die Nudeln alleine oder den Tofu alleine, sondern wir essen eben eine Mischung aus all diesen Sachen. Das heißt, wenn eine bestimmte Aminosäure in einem Lebensmittel fehlt, ist sie vielleicht in einem anderen drin. Und das müssen wir nicht nur in einer Mahlzeit kombinieren, sondern wir haben am ganzen Tag ja verschiedene Lebensmittel. Wenn du jetzt nur noch dich von Reisprotein ernähren würdest, wäre das ein Problem. Wenn du aber in deiner Ernährung einfach zig verschiedene Quellen hast, hebt sich das an sich auf. Okay. Da muss man da auch bedenken, es gibt auch eine Menge vegane Proteinquellen, die alle essentiellen Aminosäuren enthalten, die also quasi vollständig sind. Sowas wie eben Soja zum Beispiel, Quinoa glaube ich auch, Buchweizen, Spirulina, also auch da gibt es Quellen. Und das dritte ist, wir haben einen Aminosäurenpool im Körper. Das heißt, wir haben überall Restbestandteile von Aminosäuren, das ist jetzt nicht irgendwo ein Pool, der hier so rumhängt oder so, sondern in allen Zellen sind Restbestandteile von Aminosäuren. Und wenn ich jetzt ein Lebensmittel esse, wo genau eine Aminosäure zu wenig drin ist, kann es der Körper quasi aus den eigenen Reserven ergänzen. Krass. So. Super Infos, ey. Das heißt, auch hier wieder das einzige Problem ist, wenn ich mich auf Dauer zu einseitig ernähre. Denn wenn ich mich zu einseitig ernähre, dann sind natürlich die Reserven an diesen bestimmten Aminosäuren irgendwann sehr niedrig und dann habe ich ein Problem. Wenn ich aber an sich abwechslungsreich genug esse und die Eiweißzufuhr hoch genug ist im Gesamten, würde ich mir über biologische Wertigkeit wenig Kopf machen. Also danke erstmal, das war's. Ich lerne auch, das ist für mich auch alles super. Ja, so dafür sind wir beide hier. Ja. Genau, zunehmen will, deswegen Kalorien höher als Verbrauch. Sport und Stress, ja, die Frage müsste etwas spezifischer sein. Sport kann helfen, weil es quasi, wenn es Kopfstress ist, hilft Sport, weil es den Kopf freimacht, weil es die Gedanken wegnimmt. Wenn du generell zu viel Stress hast und auch körperlich und einfach generell komplett am Arsch bist, so, dann kann Sport dafür sorgen, dass du dich noch ausgelaugter fühlst. Es geht ja auch um emotionalen Stress. Hast du jetzt Stress nur auf Arbeit, kommt drauf an, was für eine Arbeit wieder, ne? Arbeitest du auf dem Bau, hast du körperlichen Stress und gleichzeitig auch wahrscheinlich mentalen, weil die einen Druck macht, ey, werden wir fertig mit dem Kram. Muss man mal die Mitte, wie du so vorhin, du hast vorhin schön gesagt, die Mitte finden, ne, in allem immer. Ja, gucken, das ist oft so. Oft ist es die Mitte. Sport und Übersäuerung. Auch hier müsste die Frage ein bisschen eindeutiger sein. Habe ich gerade dran gedacht. Wollte ich gerade auch stellen. Wird das mit über, weil der Körper, viele Krankheiten entstehen ja auch, oder die meisten wissen auch, viele Ärzte und Krankenschwestern auch in einem säurehaltigen Milieu. Und wenn man dann noch mehr Sport zusätzlich macht, dann habe ich auch ganz oft im Leben, bis ich so den Punkt wie jetzt habe, erreicht, immer einen Rückfall gekriegt, weil ich immer übersäuert bin und habe den Punkt nicht mitgekriegt. Deswegen habe ich immer gesagt, vernimm die bitte. Okay, aber wenn du jetzt noch was dazu sagen kannst, weiß ich nicht, aber Übersäuerung ist ja an sich ein großes Thema. Ja, genau. Das ist, wie du sagst, das ist auch ein Milieu, ist ja im Endeffekt dann in der Zelle. Ja? Und das ist hier nur ein Problem, wenn es zu lang in der Zelle ist. Also die Laktatbildung, also die Milchsäure, die zum Beispiel beim Training entsteht, die ist an sich nicht so ein Problem. Das kriegt der Körper ganz gut relativ schnell abgebaut. Hier ist es wieder ein Problem eher mit solchen Faktoren wie Stress und schlechte Ernährung und so. Wenn wir ein dauerhaft saures Milieu haben, das ist wieder ein Riesenthema. Das Blut an sich übersäuert nicht, aber in der Zelle kann quasi ein saures Milieu entstehen. Ja. Und das ist jetzt aber wieder zu komplexer zu sagen, denn dann musst du mehr basisches Gemüse essen.
weil das ganze Thema ist halt ein bisschen größer. Auch hier wirkt sich zum Beispiel sowas wie sehr wenig Kohlenhydrate zu essen oder extrem viel psychischer Stress kann sich auch darauf auswirken, dass deine Zellen in der Zelle ein saures Milieu haben. Genau so. Bist du hier im Kopf sauer? Ja? Bist du auch in der Zelle sauer. Bist du auch in der Zelle. Typische Fehler, boah, ja, weil... Also, bei was zum Beispiel? Maria Magna, wenn du jetzt gerade guckst gerade zu, also was für typische Fehler meinst du genau in deinem Kommentar von gestern? Echt gut, ihr habt einen Plan, saures Mehl, erhöht den pH, kannst du da was sagen? Entartung der Zelle. Ja, also das Thema ist halt, also ich empfehle das Video auf meinem Kanal, das passiert mit deinem Körper, wenn du Basenpulver isst. Oder so heißt es. Irgendwie so. Vielleicht einfach Jasper Karfen und Basenpulver oder so eingeben. Da erkläre ich nochmal ganz genau so, okay, worauf muss man eigentlich achten bei der Übersäuerung? Was sind Anzeichen? Also, welche Anzeichen sind trügerisch, welche nicht? Was kann man dagegen machen? Was sind so ein bisschen Problemgeschichten? Ja. Also, dann würde ich sagen, Jasper, vielen Dank. Immer wieder gern. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir voll geil. Danke für die Herzen. Das wird auf YouTube alles noch gut zusammengestellt. So, das war die Frage-Antwort-Runde von unserem Livestream. Wenn ihr sehen wollt, wie wir zusammen gekocht haben, checkt einfach das Video hier ab und dann kommt ihr direkt auf Roberts Kanal, wo wir geköchelt haben. Viel Spaß damit und wir sehen uns wieder in den Kommentaren oder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.